Und damit hallo und herzlich willkommen zur 39. Folge des Evoland 2 Let's Plays, wo wir direkt den Kampf weitermachen, den ihr gerade in der letzten Folge pausiert gesehen habt. Und wir, glaube ich, gerade den Fehler gemacht haben, nicht verteilt zu stehen. Aufladen. Schützen. Und dann schauen wir mal, was jetzt hier abgeht. Und verletzt macht ohne mich weiter, ja. Der Magier muss halt relativ zügig jetzt weg. Egal um welchen Preis. Wo so ganz egal ist der Preis, glaube ich nicht. Nein, unmöglich. Ich kann nicht verlieren. Nicht jetzt. Ach, wir müssen nur ihn weghauen. Dann ist das schon der ganze Kampf gewonnen. Ihr steckt in der Falle wie eine Ratte, die nach korischem Käse stinkt. Glaubt ihr ja nicht, dass ihr mich mit euren obskrusen Anspielungen auf Käse verwirren könnt. Ihm nach, schnell. Er darf uns nicht entwischen. Beeilen wir uns. Sonst wird sein Vorsprung zu groß. Ihm nach. Los, Beeilung. Na dann nichts wie los. Der Markus ist da lang gegangen. Schnell, schnappen wir ihn. Wo genau sind wir? Wir sind dem Markus den ganzen Weg bis hierher gefolgt? Soweit ich weiß, ist dieser Ort uralt und tief unter Schloss Dämonia begraben. Wozu dient dieser Ort, Menus? Ich weiß es nicht. Ich habe ihn noch nie zuvor zu Gesicht bekommen. Ich wusste noch nicht einmal von seiner Existenz. Klasse. Noch ein geheimnisvoller Ort, den es zu erkunden gilt. Kein einziger der Bewohner hat überlebt. Ich werde bleiben, falls der Magus zu entkommen versucht. Können wir die Bücher hier lesen? Nö. Gah! Menus. Das kann doch nicht wahr sein. Was suchen all diese Dämonen hier? Das sieht fast nach antiker Maschinerie der Magie aus. Moment, Moment. Wäre es möglich, dass die Magie Dämonen geschaffen haben? Was für eine faszinierende Entdeckung. Ich hätte nie gewagt, diese Theorie zu äußern. Nein, nein, das ist unmöglich. Dämonen von Menschenhand geschaffen? Ganz im Gegenteil, Menus. Es ist möglich. Wenn meine Theorie stimmt, schließt sich hier der Kreis. Die Menschen haben im Zeitalter der Magie Dämonen geschaffen, nur um sie im großen Krieg wieder zu vernichten. Was für eine Verschwendung. Super Mario, Fina! Bitte sagt mir, dass sie sich irrt. Das bedeutet, auch ich bin nichts, bin als eine Kreatur geschaffen von Menschenhand. Gar kaum ein Lebewesen. Nein, das ist nicht wahr. Menus, ihr seid nicht bloß irgendeine Kreatur. Ihr seid Menus, Sohn von König Arthurs, Oberbefehlshaber der Armee von Dämonia, Erbe des Throns von Dämonia selbst. Und ihr seid außerdem unser Freund. Dennoch, mein Volk wurde durch das Kaiserreich ausgelöscht. Mein Sohn wird von seinem Durst nach Rache verzehrt. Und jetzt das... Arg. Vielleicht haben die Magier die Dämonen geschaffen. Na und? Das ändert nichts daran, wer ihr seid.
Warum müsst ihr immer in die Vergangenheit blicken? Ihr könnt euch von nichts von der Vergangenheit in Ketten. Ihr könnt euch nicht von der Vergangenheit in Ketten legen lassen. Wie tragisch sie auch sein mag. Warum mit etwas hadern, was ihr nicht mehr ändern könnt? Alles, was zählt, ist dieser Moment und das, was wir im nächsten tun werden. Das Wichtigste ist, dass ihr nicht allein seid. Dekwan, Fina, ich bin auch da. Wir sind alle auf eurer Seite. Ich verstehe eure Worte, Velvet. In der Tat würde ich die Vergangenheit nur allzu gern ruhen lassen und mich der Zukunft zuwenden. Genau wie mein Vater es mich lehrte. Und doch, ich habe noch Hoffnung. Ihr sagtet, dass wir nicht die Macht haben, die Vergangenheit zu ändern. Auch ich glaubte das. Doch unsere Reisen haben uns das Gegenteil bewiesen. Wie also kann ich mich damit zufrieden geben, nicht zu handeln? Wie kann ich die Realität in ihrer gegenwärtigen Form akzeptieren? Das Problem ist, wir wissen noch immer nicht, ob wir nach freiem Willen handeln. Was, wenn die Änderungen, die wir am Zeitkontinuum bewirken, selbst vorherbestimmt sind? Ich glaube nicht an Schicksal oder Vorsehung. Unser Vermögen, durch die Zeit zu reisen, unser Vermögen ist bewusst bislang nicht. Bin dadurch verwirrt, sorry. Ich wusste bislang nicht, was ich davon halten sollte. Dennoch ist, jetzt verstehe ich es. Es hat uns ermöglicht, die Realität zu reparieren, unsere Welt zum Besseren zu verändern. Und wer entscheidet, was besser für die Welt ist? Ihr? Ich? Wir vier? Wer sind wir, uns anzumaßen, diese Entscheidung für jene zu treffen, deren Leben wir dadurch umwälzen? Und wie viele Leben werden für jedes gerettete Leben ausgelöscht? Wie wollen wir die Nebenwirkungen auf Jahrtausende der Geschichte kontrollieren? Ich glaube nicht, dass Zeitreisen ein Freibrief dafür sind, die Geschichte zu ändern. Die Vergangenheit ist, was sie ist. Wir können nicht Gott spielen. Eure Argumente ergeben wenig Sinn. Wenn wir diese Macht schon besitzen, warum sollten wir sie dann nicht nutzen? Ich ertrage es nicht, wenn sie streiten. Können sie nicht einfach ihre Differenzen akzeptieren? Was ist mit euch, Dekwan? Glaubt ihr, wir sollten die Geschichte so mir nichts, dir nichts ändern? Nein. Klar, die Versuchung ist groß. Vielleicht können wir es mal zwei klitzekleine Ereignissen ausprobieren. So, wo sind wir hier jetzt? Wo geht's hier hin? Ah, das ist einfach nur ein Raum mit dem Mond. Okay. Dann auf nach oben, nachdem wir gerade einen sehr großen Story-Part hinter uns hatten. Ihr seid mir also tatsächlich gefolgt. Gebt auf, Markus. Ihr seid erledigt. Ich gebe zu, ich habe euch unterschätzt. Ich dachte, nur Oberst Dalkin könnte meine Pläne vereiteln. Sorry. Ihr habt mein Volk abgeschlachtet. Das werde ich euch nie verzeihen. Euer Volk? Oh, ihr meint diese Monster, die wir Dämonen nennen? Seid euch gewiss, wenn ich euch endlich ausgemerzt habe, werde ich diese uralten Maschinen der Magie wieder in Gang setzen. Und mit ihrer Hilfe werde ich eine Armee von Dämonen aufstellen. Eine Armee, die meinen Befehl gehorcht. Damit kommt ihr nicht davon. Das werden wir ja sehen. Musikspielmodus. Solange niemand singt. Ach du Scheiße.
Sorry, ich muss ganz kurz die Tasten wechseln. Mitte ist für mich echt der Horror. Sorry, dass ich jetzt wenig kommentiere, aber das ist echt schwierig. Okay. Punkt, Punkt, Punkt. Meine Armee, meine Dämonen. Ich hätte nicht, dass ich das schaffe. Vor allem, dass die Mitte nach unten ist und das war echt kompliziert. Mitte, unten und oben. Punkt, Punkt, Punkt. Ich habe mein Volk gerecht. Doch retten konnte ich es nicht. Minus. Lass gut sein. Ich habe über eure Worte nachgedacht, Velvet. Ich glaube, letztendlich habt ihr recht. Danke für eure Hilfe, meine lieben Freunde. War alles in Ordnung bei ihm? Oder musste er die Träne unterdrücken? Natürlich musste er die Träne unterdrücken. Venus tut mir so leid, Dickwan. Er hat das alles wirklich nicht verdient. Dann wiederum, wer hätte das schon? Schlüssel der Magus. Unter seiner Robe verborgen. Was öffnet er? Fragment der Erde. Eins der fünf Fragmente der Magischlüssels. So, jetzt haben wir noch ein Fragment vor uns. Und zwar, das Dingensfragment. Das, wo wir den irgendwie auf die Pyramide nochmal hoch müssen. Und ich noch nicht weiß wie, weil das letzte Mal sind wir hochgeflogen. Und ja, jetzt haben wir effektiv die Geschichte nicht verändert, sondern nur wiederholt. Also, Dämonia war schon vorbestimmt zum Auslöschen. Das ist es also. Hier trennen sich unsere Wege. Oh, vielen Dank für alle eure Hilfe. Vielen Dank. Dalkin. Ohne euch hätten wir den Magus nie geschlagen. Fräulein Fina hat vollkommen recht. Verzeiht mir, dass ich an euch gezweifelt habe. Es war mir eine Ehre, an eurer Seite zu kämpfen, Oberst. Danke. Vergesst aber nicht den wahren Helden, Dickwan. Oh, ohne sein taktisches Genie hätten wir den Magus und seine Truppen nie geschlagen. Ich könnte schwören, dass er rot wird. Nein, werde ich nicht. Ich werde jetzt meinen Bericht für den Kaiser schreiben. Hoffentlich werde ich dafür nicht hingerichtet. Hingerichtet? Ihr habt doch nur Befehle befolgt. Haltet ihr mich für so naiv? Irgendwann müsst ihr mir erzählen, wie ihr an dieses kaiserliche Medaille gelangt seid. Ihr müsst euch nicht entschuldigen. Ich war mit den Riesigen vertraut. Und ich bin froh, euch geholfen zu haben. Lebt wohl, Freunde. Er wusste die ganze Zeit über Bescheid? Und trotzdem, er ist ein echter Held.
Hoffentlich geht alles gut für ihn aus. Einmal mehr haben wir die Geschichte verändert. Diesmal zum Besseren. Hoffe ich zumindest. Nein, haben wir eigentlich nicht. Wir haben die Geschichte wiederholt, aber... Whatever. So, jetzt hauen wir ab von dieser Insel. Und müssen jetzt, wie gesagt, das letzte Fragment holen. Dieses Zeitding da. Wo mir aktuell noch... die gute Idee fehlt, wie... Ja, die gute Idee ist die beste Aussage. Ich glaube, hier kommen wir um die Zeit nicht drüber, richtig? Harr, kommen wir nicht. So, kommen wir hier außen rum. Um der Zeit, ja. So, wir müssen irgendwie auf das obere Ding der Pyramide und müssen dort das Flugding aktivieren. Das aber nicht in dieser Zeit, weil in dieser Zeit ist es da ja noch nicht hingeflogen. Sondern in einer Zeit, entweder in der Gegenwart oder in der Zukunft, also wir haben nur drei Zeitformen. Das versuche ich jetzt rauszukriegen. Also für alle, die jetzt sich fragen, hä, was macht denn da? Also wir haben noch ein Fragment, was uns fehlt. Glückwunsch, ihr habt das Fragment der Erde. Vielleicht wird dies überraschende Bündnis zwischen Menschen und Dämonen die Geschichte verändern. Es gilt, so viele Schmerzen auszulöschen. Was bin ich selbst? Ein Ding, das ein Mensch und ein Ei, falls ihr weitere Informationen des braucht, kommt ruhig zu mir. Ne, brauche ich jetzt nicht. Und wie gesagt, wir hatten ja schon gelesen. Und uns fehlt jetzt, wenn ihr hier guckt, in der Mitte seht ihr da unten, dass das goldene Ding nicht komplett ausgefüllt ist. Da fehlt unten ja eine Ecke. Das ist das Fragment der Zeit. Und dazu müssen wir irgendwie die Flugmaschine nach unten bringen. Und die Flugmaschine haben wir ja selber von dem Berg da abgeholt. Und jetzt müssen wir sie wieder zurückfliegen. Und da bin ich noch nicht schlau, wie wir das genau hinkriegen. Und speziell auch, in welcher Zeit wir das machen müssen. Aber ich muss mal in dieser Zeit. Und zu der Zeit ist hier die Höhle. Genau, das nützt mir nichts. Dann gehen wir mal in die Zukunft. Beziehungsweise in meine Zeit. Also, ach, es ist so kompliziert. Und schauen wir, ob wir da hinkommen. Ich war schon so auf dieser Insel und ich kann es immer noch nicht richtig. Aber zumindest kann ich es grob schon. Das ist schon mal ein Anfang. Natürlich wollen wir die Segel setzen. Was für eine Frage. So, und jetzt, beim letzten Mal sind wir mit der Flugmaschine ganz oben gelandet. Wenn ich jetzt hier reingehe, werden wir noch nicht wieder nach oben kommen. Oder gibt es irgendwie eine Möglichkeit, nochmal nach oben zu kommen? Weil hier werden sie uns nicht reinlassen, oder? Doch. Okay. So, diese Flugmaschine brauchen wir. Eine ziemlich faszinierende Maschine. Da muss man sich fragen, wer ein solches Ding gebaut haben könnte. Glaubt ihr, wir brauchen sie später noch, Dickwan? Ja. Das glaube ich auch. Ja, da haben wir sie gelootet. Prototyp X01, sie ist vermutlich noch nicht weit geflogen, oder zumindest nicht für lange. Manchmal frage ich mich, wo ihr diesen ganzen Kram aufbewahrt. Ja. Ja.
Whatever. Dass immer alle auf diesem Punkt rumreiten müssen in Computerspielen. So, jetzt gehen wir. Jetzt müssen wir die richtige Zeit finden, in der Typ da unten wartet. Und das war... Wir schauen einfach nur mal, damit wir diese Zeit ausschließen können, jetzt schon mal hier hin. Ne, jetzt ist er schon tot. Okay. Dann gehen wir jetzt mal in die allererste. Ich weiß es nicht. Oh, komm, direkt aufs Wasser. Und gehen zuerst mal in die allererste Zeit und gucken, wie es da aussieht. Ich kann sein, dass ich jetzt noch einmal weiterreisen muss. Ich habe es leider echt vergessen, welcher Zeit der Typ da unten wartet. Und er ist in dieser Zeit natürlich noch nicht hier. Also, noch eine Zeit weiter. Natürlich in der letzten Zeit, in der ich noch nicht geschaut habe. Wie immer. Wir kennen es doch mittlerweile bei mir. Ganz oft ist es immer der letzte Weg, den ich selber suche. Auch wieder verkackt mehrmals. Und jetzt sind wir endlich in der richtigen Zeit angekommen. Und laufen jetzt dahin, die Flugmaschine abzugeben. Ich könnte stundenlang auf dieser Pirateninsel verbringen, weil die Hintergrundmusik so toll ist. Ich glaube, müssen wir das Ding als MP3 besorgen. Als Klingelton fürs Handy. Das ist echt eine gute Idee. Aber mich ruft eh nie einer an, deswegen wäre es mir langweilig. Vielleicht geht ja auch der Klingelton mit WhatsApp. Nee, den hört man auch nicht. Ach, ich habe keine Klingeltöne, die ich brauche. Ah, ihr seid es. Ihr scheint voller Energie zu stecken. Vielleicht wohnt euch gar eine verborgene Kraft inne. Wie gern hätte ich einen Sohn wie euch gehabt. Sagt Bescheid, falls ihr je einen Prototypen einer Flugmaschine finden solltet. Selbst wenn sie unvollständig ist oder beschädigt ist, wird sie für meine Forschung nützlich sein. Und damit verändern wir mal die Geschichte und geben ihnen die Flugmaschine. Oh, eine Flugmaschine. Eine Flugmaschine. Eine Flugmaschine. Eine Flugmaschine. Eine Flugmaschine. Hast du es endlich? Wo habt ihr... Das habe ich auch so ein bisschen überdrückt. Jetzt weiß nicht warum. Wo habt ihr sie gefunden? Also wo habt ihr sie hier... tut nichts zur Sache. Danke. Euer Verdacht... Euch verdanke ich es, dass mein Traum, meinen Vater zu übertrumpfen, endlich wahr wird. Ich kann diese Prototypen untersuchen und meine eigene Flugmaschine bauen. Das wird bestimmt mehrere Jahre dauern. Doch es wird geschehen. Wie heißt ihr? Dickwan? Also das ist ein Versprechen, Dickwan. Der erste Prototyp meiner Flugmaschine wird euch gehören. Legen wir los. Wie lange baut er da jetzt? Noch einmal vielen Dank, Dickwan. Die Flugmaschine, die ihr gebracht habt, wird eine Forschungsarbeit immens voranbringen. Blablabla. Legen wir los. Reisen wir jetzt in die Zukunft und schauen, ob wir die Flugmaschine finden? Ich würde sagen, ja, wir gehen mal eine Zeit weiter und schauen, ob die Flugmaschine dann da ist. Ich
Wie sind wir auf dieser Pirateninsel? Ich habe mir den Text gelernt, nicht den Text, die Melodie. Die Melodie. Und damit schauen wir und seht da, die Geschichte hat sich verändert. Hier ist jetzt einiges mehr. Oh, hier ist ein Junge. Hallo, ich will mit dir reden. Hallo, ich habe euch hier in der Gegend noch nie gesehen. Seid ihr neu hier? Gebt mir etwas Platz, ich trainiere. Ich will so stark werden wie Dickwan, der Held unseres Dorfes. Oh mein Gott, ich bin der Held des Dorfes. Oh nein. Oh nein. Seit eurem letzten Besuch hat sich die Lage ziemlich geändert. Vielleicht haben wir das euch zu verdanken. Aber ihr wisst genau, dass das keinen großen Unterschied macht. So, hier hinten geht's in die Höhle. Was haben wir hier? Ein Junge. Hey, habt ihr schon mal den Alpha bestiegen? Mein Opa sagt, dass in der Höhle dort oben mal ein Hüter oder sowas gelebt hat. Schätze, dass er hinter den Felsbrocken ist, die den Weg versperren. Aber jetzt kann man nicht mehr hingehen und nachsehen. Das ist echt total blöd. Alles klar. Da gucken wir hier mal im Dorf uns um, quatschen alles an. Sogar hier verkauften wir Waffen. Warum können die Leute nicht aufhören zu kämpfen? Wird es jemals einen Ort ohne Krieg geben? Einen Ort ewigen Friedens? Oh, jetzt gehen wir hier rein und kaufen Waffen. Wir haben eh so viel Kohle. Sucht ihr nach etwas Bestimmtes? Stimmt es? Wir verkaufen alle möglichen seltenen Gegenstände. Kaufen. Glücksheitskette. Das ist alles leisten. Findet alle Truhen. Krimskram so nah. Das brauche ich noch nicht. Erstmal nehmen wir das Schwert. Ja. Mensch, wer ist das wirklich, damit zuschlagen kann? So. Einmal das. Und einmal das. Glücksheitskette für 500 Gold. Genau, die mein Gold verdoppelt. Glücksheit, wenn ihr diese tragt, hebt ihr doppelt so viel Gold auf. Und jetzt tun wir natürlich, bevor wir dieses Truhendinger finden, da holen, verkaufen wir das Wikinger-Schwert. Vielen Dank. Muss ich das Ding jetzt noch equippen? Glückshalskette, wenn ihr diese tragt, könnt ihr da so viel Gold aufnehmen. Okay, jetzt kurz mal, wie viel fehlen uns? Wir brauchen 3000 für diese Kette, okay. Vielen Dank, wir werden uns bald wieder, alles klar. Verkaufen können wir nichts mehr. Jetzt haben wir wahrscheinlich das beste Schwert im Spiel gefunden. Wir gehen hier erstmal hier nochmal reingucken. Hier ist nichts, außer eine Truhe. Der ist ein Stern zum Sammeln. 16 von 30 Sterne. Und hier ist eine Frau. Hallöchen. Wollen wir ein Kind machen? Habt ihr von Dickwan gehört? Er ist der Held unseres Dorfes. Er hat Sid, dem großen Erfinder und Gründer unseres Dorfes, beim Bau der allerersten Flugmaschine geholfen. Dann verschwand er. Einfach so. Und völlig spurlos. Manche Leute behaupten, dass er ein Außerirdischer war, der in einem interdimensionalen Raumschiff hier ankam. Klingt ganz schön verrückt, findet ihr nicht? Ja, aber nicht ganz falsch. Hier geht's rüber. Und da geht's rein. Was haben wir hier? Schade, dass ihr keine Flugmaschine habt. Ich habe eine tolle Strecke eingerichtet und wenn ihr siegt, gibt es einen hammermäßigen Preis. Okay. Wir brauchen eine Flugmaschine, damit wir da gewinnen können. Ich habe die Hauptstadt verlassen, um hier zu leben. Die frische Luft und Ruhe auf dem Berg sind etwas ganz Besonderes. Schade, dass die meisten Leute das nicht verstehen, aber sonst würden alle hier herbeiströmen und es wäre nicht mehr so friedlich. Ja. Endlich mal jemand, der es verstanden hat.
Wer auf dem Dorf leben will, muss zufrieden sein mit dem einsamen Leben. Oh, und die halbe Stunde ist rum. Gut, dann machen wir direkt eine Pause und machen direkt weiter. Direkt eine Pause und direkt weiter, genau. So wie ich es gesagt habe, so machen wir das auch. Also, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert mich, gebt mir Feedback. Ich freue mich für den Scheiß und sage wie immer zum Schluss. Tschö mit Ö.